just has gone wrong. You need a wish to make it come undone. No other place, no other time. You just close your eyes and wish you'd be dancing with the whales. You really wish you'd be dancing with the whales. 'Cause you should be dancing with the whales. Was gibt's? Mann, Ende 60, Puls 120, nicht ansprechbar. Blutdruck 80 zu 50, Verdacht auf Herzinfarkt. Hallo? Hören Sie mich? Ich vermute was anderes. Welcher Behandlungsraum ist frei? Die zwei. Ich brauche die Notfalldialyse und einen Chirurgen hier unten. Dr. Heimann ist bereits informiert. Danke, Iris. Iris. Dr. Heimann. Was liegt vor? Ich vermute akutes Nierenversagen. Kann ich Ihre haben? Ich werde einen Zugang legen. Lassen Sie alles vorbereiten. Geht sofort los. Vorsicht, Vorsicht. Frau Kollegin, können wir kurz? Sehen wir uns nachher? Wenn es nicht so spät wird. Übrigens, das Nierenversagen wäre nicht eben aufgefallen. Danke, Chefarzt. Schon erstaunlich, wie sehr sich der Chef im Moment für diese Station interessiert. Ist eben ein engagierter Arzt. Und doppelt so engagiert, seit du hier bist. Ich freue mich darüber. Das ist gut für die Patienten, wenn ihre Ärzte so eng zusammenarbeiten. Das war ja eine Schnitte-Diagnose. Nierenversagen. Da hat die Neue aus New York einfach Glück gehabt. Immer noch die Neue? Nach einem Jahr hier? Vergiss es einfach. So sind die Jungs hier nun mal. Für die gehöre ich hier schon fast zum Inventar. Wenn deine Beförderung erstmal durch ist, dann wird hier keiner mehr was sagen. Hallo? Ja, hallo, spreche ich mit Mrs. Nichols, der Mutter von Paula Nichols? Ja. Ja, mein Name ist Sutter, Ted Sutter. Ich bin der Vertrauenslehrer an der Schule Ihrer Klasse. Tochter. Was kann ich für Sie tun? Es geht darum, dass Paula heute wieder einmal nicht zum Unterricht erschienen ist. Bitte? Das verstehe ich nicht. Moment, jetzt klingelt's. Wieder da? Ja. Wieso? Sie haben doch die Unterschriften. Sie haben doch die Entschuldigung abgezeichnet. Könnte es sein, dass Paula ihre Unterschriften gefälscht hat? Entschuldigen Sie bitte, ich würde gern erstmal mit Paula reden. Wie oft hat sie denn gefehlt? 4-mal in den letzten 2 Wochen. Scheiße! Das können Sie wohl laut sagen. Ich kümmere mich drum. Ja, okay. Wir schicken sofort. Falls Sie Hilfe brauchen oder Schwierigkeiten zwischen Ihnen und Ihrer Tochter, gibt es Entschuldigen Sie bitte, Notfall. Ich muss Schluss machen. Ich melde mich.
Die Polizei hat einen Notarzt angefordert. Junges Mädchen auf der Old Creeks Bridge will sich vielleicht was antun. Okay. Viel Glück. Circa 10 Minuten da sein. Der Wagen fährt leider nicht schneller. Steht ein junges Mädchen, etwa 15 Jahre alt. Moment, warten Sie. Lassen Sie mich durch, das ist meine Tochter. Sie sagt, sie sei die Mutter. Paula! Paula! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall lasse ich dich in Ruhe. Paula, ich weiß nicht, was passiert ist, aber kann es wirklich so schlimm sein, dass du dein Leben wegwerfen willst? Du hast ja keine Ahnung. Das stimmt. Hab ich auch nicht. Das hat doch alles keinen Sinn. Ob in einen Abgrund zu springen, das macht Sinn, ja? Da unten ist Schluss. Aus. Ende. Vorbei. Und was noch alles auf dich wartet, das erlebst du nicht mehr. Was wartet dahin schon? Nichts. Niemand. Paula, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich anders machen? Bitte, Paula, red mit mir. Ich will das Beste, was ich habe. Ich will das nicht verlieren. Das ist doch alles nur Gelaber. Paula, bitte. Sieh mich an. Paula, bitte sieh mich an. Sieh mich an. Glaubst du wirklich, ich laber nur? Mama. Wie geht's ihr? Sie ist oben, schläft. Komm. Ich habe mit Jack, meinem alten Kumpel, bei der Polizei geredet. Hat ein wenig Überzeugungsarbeit gekostet, aber sie lassen die Sache unter den Tisch fallen. Das erspart ihr zumindest die amtlichen Mühlen. Danke, Frank.
Es wird trotzdem Gerede in der Stadt geben. Ja. Ja, sicher. Warum macht sie sowas? Ich meine, meine Emma hat auch schon jede Menge Quatsch gemacht. Aber sowas? Frank, ich weiß es nicht. Sie hat sich in letzter Zeit immer öfter in ihrem Zimmer zurückgezogen und ihre eigenen Dinge gemacht, aber ich dachte, das ist normal in dem Alter. Das ist es auch. Aber ich habe so viel gearbeitet. Ich war froh, dass ich meine Ruhe hatte, wenn ich nach Hause kam. Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen. Ach nein. Paula fand es nie gut, dass wir aus New York hierher gezogen sind. Wer sagt mir denn, dass sie die Scheidung wirklich verkraftet hat? Das ist doch jetzt schon ewig her. Ihr seid doch beide wunderbar hier angekommen. Ja. Das habe ich auch gedacht. Aber vielleicht wollte ich einfach nur, dass es so ist. Ich weiß ja nicht mal, was sie wirklich über uns beide denkt. Ich hatte nie den Eindruck, dass da ein Problem ist. Ich meine, nach fast einem Jahr, da hätte sie ja wohl mal was gesagt, oder? Eben. Irgendwas. Ja, gut, vielleicht wollte sie erst mal abwarten, was aus uns wird. Ja, auch kein Wunder, oder? Dass sie sich nach Sicherheit sehnt. Hey. Es wird alles gut, alles wird wieder gut. Mist, ich muss los, Emma, bei einer Freundin abholen. Tut mir leid. Telefonieren wir später? Okay. Grüß Paula, wenn sie aufwacht. Ja. Ach, und Dr. Nolan sagt, du sollst dir ein paar Tage frei nehmen. Okay. Kann ich dich wirklich so allein lassen? Ja, natürlich. Ich dachte, als ihr Vater, solltest du wissen, was passiert ist. Walter, ich glaube, es macht dir zu schaffen, dass du dich so lange nicht gemeldet hast. Nein, sie ist zu Hause. Was? Das ist deine Lösung, sie zum Psychiater zu schicken? Das soll ihr helfen? Nein, Walter, ich dachte einfach, dass es dich interessiert, was mit Paula los ist. Entschuldige bitte, dass ich überhaupt angerufen habe. Nein, Frank und du, das hat nichts damit zu tun. Was dann? Paula, wenn du nichts sagst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Wenn du mir helfen willst, dann lass mich einfach wieder in New York zur Schule gehen. Ich kann bei Papa wohnen. Du hast ja nicht mal versucht, mit ihm zu sprechen. Hast du? Dann sollst du mich wenigstens von ihm grüßen. Er liebt dich. Klar. Ist in der Schule was passiert? Paula, bitte, ich weiß, dass du öfter gefehlt hast. Du hast meine Unterschrift gefälscht. Ich hatte einfach keine Lust. So plötzlich. Ich geh wieder hoch. Alles so schlimm, was Papa erzählt hat. Wenn ich irgendwas tun kann. Danke, Emma. Paula, geht's schon besser. Okay. Sag mal, wo finde ich euer Vertrauenslehrer? Geradeaus, die Treppe hoch und dann links. Danke dir. Bis dann. Bis dann. Was?
Verzeihung, hatten wir einen Termin, Mrs.? Nichols, ich bin die Mutter von Paula. Ja, wir hatten einen Termin. Natürlich. Verzeihung, setzen Sie sich. Danke. Wie geht's, Paula? Es geht ihr besser. Sie versucht, zur Ruhe zu kommen. Hat sie Ihnen anvertraut, was mit dir los ist? Ich dachte, da könnten Sie mir weiterhelfen. Sie scheint ein Problem mit dieser Schule zu haben. Ja. Ihre Klassenlehrerin meinte auch, dass sie sich in den letzten Wochen sehr isoliert hat. Mrs. Nichols, ist bei Ihnen vielleicht zu Hause etwas vorgefallen, was das erklären würde? Nein, es ist nichts Außergewöhnliches passiert. Sie sind alleinerziehend, richtig? Ja. Und beruflich sehr eingespannt. Wollen Sie damit sagen, dass ich Paula vernachlässige? Nein, das haben Sie jetzt gesagt. Glauben Sie, dass es so ist? Nein, aber das hätten Sie wohl gern. Das wäre schön einfach. Mrs. Nichols, haben Sie Kinder? Nein. Dann haben Sie auch keine Ahnung. Das stimmt, aber... Wissen Sie was? Natürlich stelle ich mir Fragen. Natürlich frage ich mich, warum ich nichts gemerkt habe. Vergessen Sie es. Mrs. Nichols, es tut mir leid, ich... Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Ihnen überhaupt nichts unterstellen. Ich wollte nur ausschließen, dass ich... Eigentlich habe ich eine ganz andere Vermutung. Es könnte sein, dass Paula in ihrer Klasse gemobbt wird. Gemobbt? Ja, die Anzeichen passen. Warum denn? Was hat sie denn getan? Sie muss überhaupt nichts getan haben. Oft reicht es einfach, nicht ganz der Norm zu entsprechen. Anders zu sein. Oder die Neue. Scheiße. Ja, wenn es stimmt, große Scheiße. Die Presse hat sich gemeldet. Sie wollten, dass ich ein Statement zur Sache Paula Nichols abgebe. Und? Haben Sie? Natürlich nicht. Es könnte sonst der Eindruck entstehen, es hat etwas mit der Schule zu tun. Was durchaus sein könnte. Hat Paula das gesagt? Aber es gibt Anzeichen für Mobbing. Dann müssen wir aufpassen, dass die Angelegenheit nicht unnötig aufgebauscht wird. Ich verlasse mich da auf Sie, Ted. Sicher. Und bitte, möglichst diskret. Das klingt schön. Was ist das? Ein Song, aber mir fällt kein Text ein. Ich habe dir was zu essen gemacht. Ich war in der Schule. Warum? Deine Krankschreibung hinbringen. Und ich habe Ted Sutter getroffen. Hat er was gesagt? Dass dich alle vermissen. Ja, sicher. Ich will mit solchen Psycho-Fuzzis nichts zu tun haben. Was ist denn damit? Kaputt. Und du hast nicht laut aufgeschrien? Du bist doch sonst von dem Ding kaum wegzukriegen. Kann ich bitte weitergeben? Ich hab dir ja schöne Untermieter ins Haus geholt. Ach, kein Problem. Und? Ja, schon möglich, dass dieser Satter recht hat. Ob hier jemand was reingeschmiert hat? Vielleicht hat ein Lehrer nur eine dumme Bemerkung zu ihrer Hausarbeit gemacht. Thank you.
Mobbing? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird doch immer so schnell gesagt heutzutage. Habt ihr nie irgendeinem Mitschüler Streiche gespielt? Klar. Spikey und Neil hat quasi in seinem Spind gewohnt. So oft haben wir ihn in der Pause dort eingesperrt. Aber es war nur Spaß. Hat Spikey das auch so gesehen? Ich werde mal mit Emma reden. Sie ist zwar in der Klasse über Paul, aber vielleicht hat sie ja was mitbekommen. Danke. Manchmal frage ich mich, ob es richtig war, hierher zu kommen. Sag nicht, du bereust es. Nein. Aber für Paula war es zu früh. Ich hätte ihr mehr Zeit geben müssen. Und die beste Chance für einen Neuanfang verpasst, die du haben konntest. Vor allem, wir hätten uns verpasst. So, und jetzt kommst du mit, ich will dir was zeigen. Ich kann Paula nicht allein lassen. Ist Iris nicht da? Doch. Na eben, komm, es dauert nicht lang. Ich bin sicher, meine Überraschung gefällt dir. Ich denke, es hilft, ein paar Probleme zu lösen. Ich sag kurz Bescheid. Was denkst du? Es braucht eine neue Heizung und hat ein kleines Termitenproblem. Ansonsten ist es top. Es ist ein Traum, den wir uns niemals leisten können. Doch. Ich habe schon wegen einem Kredit verhandelt. Wenn ich mithelfe, dann geht's. Du, mithelfen? Siehst du? Hier ist Platz genug für uns alle. Du hattest doch Angst, dass Paula zu viel allein ist. Wenn wir zusammen wohnen, hat sie tagsüber Emma. Außerdem haben wir nicht immer gleichzeitig Dienst. Wow. Und hier könnten wir jeden Morgen zusammen frühstücken. Na, was meinst du? Möchtest du mit mir hier leben? Martha Nichols? Das ist meine Frau. In unserem Haus? Was ist? Ich weiß nicht, wie Paula reagiert. Weiß Emma es schon? Ah. Wir reden gemeinsam mit den Mädchen. Gleich morgen Nachmittag. Okay?
Morgen. Morgen. Erzähl ich dir später. Kannst du dich bitte hinsetzen? Danke. Wer von euch ist mit Paula befreundet? Eigentlich hat hier gar keiner was gegen sie. Wir wissen überhaupt nicht, warum sie... Es ist so furchtbar. Ihr habt also überhaupt keine Idee, was mit ihr los ist? Nein, kein Schimmer. Keine Ahnung. Nein, haben wir nicht. Nein, überhaupt nicht. Kein Schimmer. Paula ist einfach manchmal ein bisschen crazy. Aha. Und wie äußert sich das? Sie macht einfach so komische Sachen. Über die ihr euch dann lustig gemacht habt? Nein. Nein, haben wir nicht. Ich meine, sie ist ja nicht von hier. Sie kann ja nicht wissen... Was soll sie nicht wissen, Laurie? Welche Regeln hier herrschen? Wer die Regeln macht? Wer wem am besten den Hintern küsst? Keine Ahnung, was Sie meinen. Irgendetwas ist passiert, das Paula so erschüttert hat, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Und keine von euch hat es bemerkt. Hat nachgefragt, obwohl ihr sie alle so mögt. Keiner war neugierig? Oder hatte Mitleid? Keine? Ihr bleibt hier. Vicky? Vicky, bist du hier? Lass uns reden, ja? Vicky, bitte lass uns reden. Und Sie sind ihr tatsächlich in die Mädchentoilette gefolgt? Klar. Hätte ich locker lassen sollen? Und, hat sie was gesagt? Irgendwas muss vor 2-3 Wochen passiert sein, wonach die anderen über sie hergefallen sind. Ja, aber was? Konnte ich nicht aus ihr rauskriegen, sie hatte zu viel Angst. Nur, dass ich mir mal Paulas Spind anschauen soll. Flittchen? Hatte Paula denn schon mal einen Freund? Nein. Ja, keine Ahnung. Was ist mit dieser Laurie Simmons? Steckt sie hinter diesen Schmierereien? Vielleicht. Aber ich komme nicht an sie ran, ohne konkret was in der Hand zu haben. Was ist mit Paula? Verkriecht sich immer noch in ihrem Zimmer. Ich komme weder an Computer noch an Handy ran. Wenn es was mit einem Jungen zu tun hat, dann hat er ihr bestimmt auch Mails geschickt. Ich weiß. Ja, und die Trauung planen wir für Anfang Oktober. Bis dahin ist auch das Hausbezug fertig und ihr beide sollt unsere Brautjungfern sein. Seid ihr dabei? Also, ich find's super. Ehrlich. Danke, Schatz. Ich freue mich auch. Wirklich? Klar. Ich weiß auch schon, in welchem Farbton mein Zimmer gestrichen werden soll. Das war ja klar. Schieß los. Moccacino Creme Weiß. Was? Komm, ich zeig dir einen Pick. Guck. Oh, nee. Da. Hier kurz hoch. Und dann mit olivfarbenen Kissen. Das ist doch, das sieht perfekt aus. Emma. Bitte. Komm, zeig mir mal, zeig mir irgendwas anderes, ne? Aprikot würde auch gehen. Paula, wenn wir dich hier gerade überfahren, dann sagst du es mir bitte, ja? Sicher. Ich weiß ja nicht, weißt du, Frank ist ein toller Typ, aber... Hast du Angst vor Emma? Angst nicht. Ich kenne sie nur kaum. Aber das wird sich ändern. Ich bin sicher, ihr werdet gute Freundin. Meinst du, sie will das? Ja, warum denn nicht? Okay. Übrigens, ich habe mit Emma über diese Mobbing-Sache gesprochen. Und? Hast du was mitbekommen? Überhaupt nichts. Aber wenn Paula wieder an die Schule kommt, werde ich darauf achten. Ich passe auf sie auf. Versprochen. Schließlich sind wir bald sowas wie eine Familie. Danke, Emma. Sie ist wunderbar. Sag ich auch immer. Bis morgen.
alles gut? Sicher. Das soll schon sein. Ja, eben. Gehst du baden? Was dagegen? Und los geht's. 5, 6, 7, 8. Rock, step, trip, step. Sehr gut, Jungs. Sehr gut. Rock, step, trip, step. Rock, step, trip, step. Ja, geht doch. Super. Rock, step. Warte mal kurz. Ja. Rechtes Bein nach hinten. Ja. Und 5, 6, 7, 8. Rock, step, trip, step. Rock, step, trip, step. Rock. Super. Geht doch. Sehr gut. Und okay, mach mal weiter. Lindy Hop? Sie stecken voller Überraschung, Mr. Sutter. Sie kennen Lindy Hop? Zumindest konnte ich ihn mal. Na, wer steckt denn hier voller Überraschung? Ich habe mir Paulas SMS angesehen. Sie hat eine Einladung erhalten vor ungefähr 3 Wochen. Lust, heute Nacht mit mir schwimmen zu gehen? Nur wir zwei, Love, Ben. Aha. Und, war sie schon? Keine Ahnung. Ich hatte Nachtschicht. Ich war arbeiten. Und dieser Ben? Haben Sie seine Nummer? Nein. Schade. Hey, Jungs und Mädels. Will ich den Tanz lernen oder ihr? Hm? Ja, gut. Hier in der Schule gibt es leider Dutzende Bands. Was ist mit Ihrem Computer? Passwort geschützt. Sie haben nicht zufällig Ahnung davon? Zufällig doch. Aber ich würde niemals den Computer einer Schülerin hacken. Verboten. Vor allem komplett unethisch. Selbst wenn Ihre Mutter dabei ist und aufpasst? Meine Mutter? Naja, selbst dann müssten Sie Paula erstmal aus dem Haus kriegen. Gerne. Ich kann Sie fragen, ob sie mal mit uns ins Kino geht. Dank dir. Weißt du, ich glaube, sie schaut zu dir auf, hat aber immer noch ein bisschen Scheu vor dir. Das könnte ihr helfen. Ich texte sie gleich mal an. Das ist wunderbar, Emma. Kommst du nicht langsam zu spät? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Hast du vielleicht Angst, jemanden aus der Schule zu treffen oder aus der Klasse? Paula, Emma ist bei dir. Und wenn ich mich nicht täusche, ist sie eines der angesagtesten Mädchen der Schule, also. Was kann dir Besseres passieren? Ist das zu aufgedonnert? Nein, ist genau richtig. Soll ich dich vielleicht fahren? Nee, geht schon. Dein Schuh. Viel Spaß. Musik.
Wir brauchen leider doch das echte Passwort. Alles, was ich sagen kann, es hat 6 Buchstaben und mindestens einer davon ist ein A. Was liegt Ihrer Tochter besonders am Herzen? Ihr Vater, Walter. Walter, könnte passen. Wale, Wales. Wales. Leider auch nicht. Ich probiere mal was. M-A-R-T-H-A. Martha. Auch 6 Buchstaben. Ja, jetzt ist schön, im Bad zu sein. Vielleicht hat sie auch die nervigste Person, die sie kennt, gewählt. Jetzt drücken Sie schon. Wer sagt's denn? Ihr Social Network Account. Besser Sie schauen das durch. Jede Menge Beleidigungen, aber alle unter Pseudonym. Schauen Sie mal nach, was vor 3 Wochen war. Ein Kommentar eines Freundes, Paula, die nackte Wahrheit, plus ein Link. Wer ist das? Das ist Ben Harper. Das ist der Kapitän vom Schwimmteam. Einer der beliebtesten Jungs der Schule. Hier steht, dass sie wilden Sex hatten und dass er Paula leicht rumgekriegt hat. Jetzt wundern mich die Kommentare gar nicht mehr. Jeder hat sich inzwischen die Bilder angesehen und sich das Maul über Paula zerrissen, bis es nicht mehr aushielt. Aber irgendjemand muss diese Fotos geschossen haben, mit Absicht. Sie haben Paula in Falle gestellt. Dieser Ben und noch irgendein Mistkerl. Wie hat sie das nur ausgehalten? Warum hat sie mir nichts erzählt? Manchmal schämt man sich in so einer Situation. Vor allem vor seinen Eltern. Aber das muss sie doch nicht. Wenn sie wüsste, was ich in ihrem Alter alles aushalten musste. Es ist vielleicht Zeit, es ihr zu sagen. Und was ist dann passiert? Dann ist sie einfach auf ihren High Heels hingefallen. Oh mein Gott. Keine Ahnung, warum sie das so fertig gemacht hat. Was machst du da? Warum hast du mir nichts gesagt? Du hast mir nachspioniert und dich in meine privaten Sachen gehackt. Natürlich habe ich das. Ich brauchte endlich Klarheit. Paula, du bist 15 Jahre alt, minderjährig. Und ich bin deine Mutter. Du hältst mich echt noch für ein Kind. Nein, eben leider nicht. Paula. Ich kann verstehen, was du jetzt tust. Ach, einen Scheiß verstehst du. Los, raus hier. Paula, bitte, nein, hör mir zu. Nein, du bist ja noch schlimmer als die anderen. Raus! Paula, bitte hör mir... Nein, raus! Nein, ich bleibe, bis du mir endlich die Wahrheit sagst. Die Wahrheit ist, dass ich dich nicht mehr sehen will. Ich will weg hier. Ich will wieder zurück zu Dad. Ja, bitte. Dann geh doch, geh. Meinst du denn, dass er dich mit offenen Armen empfängt? Geh weg! Hast du einen Moment für mich? Jetzt ist gerade schlecht, der Makler ist hier. Es gibt noch einiges zu klären. Geht das nicht ein bisschen schnell? Wenn wir jetzt nicht zuschlagen, ist das Haus weg. Ich melde mich später, ja? Oh!
Danke, dass Sie mich angerufen haben. Guten Tag. Hier trainiert immer das Schwimmteam. Ben Harper ist auch da. Da ist er. Ich könnte ihn umbringen. Dürfte ich vorher noch mal mit ihm sprechen? Ben, wir würden gerne mit dir reden. Das ist Paula Nichols Mutter. Ich denke, du weißt, worum es geht. Was ist in dieser Nacht passiert? Hast du mit ihr geschlafen? Ben, dir ist hoffentlich klar, dass dir diese Sache eine Menge Ärger bereiten kann und nicht nur mit dem Schwimmteam ist dann Schluss. Es ist nichts passiert. Wir haben nur ein bisschen rumgemacht. Das war alles. Paula wollte nicht mehr. Ihr ging das alles zu schnell. Okay, aber warum hast du dann diese Fotos ins Internet gestellt? Und wer hat die überhaupt gemacht? Wer war denn noch alles da? Hast du dich nur an Paula rangemacht, um sie bloßstellen zu können? Hat einer wie du sowas nötig? Ich mag sie eigentlich. Das ist eine seltsame Art, es zu zeigen. Paula wollte sich deinetwegen umbringen. Ist dir das klar, Ben? Ich wollte nicht, dass es passiert. Ich hatte keine Wahl. Sie hat was gegen Paula. Und sie hatte gesehen, dass ich auf dem Sportplatz Gras geraucht habe und hat gedroht, zu Direktor Rowley zu gehen. Wer hat dich erpresst? Wer ist sie? Ein Mädchen aus Paulas Klasse. Laurie? Nein. Es war Emma. Emma Hyman. Nein. Das denkst du dir jetzt aus, oder? Emma Hyman ist eines der beliebtesten Mädchen der Schule. Keine Ahnung, warum sie es nötig hat, über Paula herzufallen. Ich nehme sie mir gleich mal vor. Bitte, könnten Sie mir das überlassen? Ihr Vater und ich, wir sind zusammen. Emma. Nein. Dieser Ben lügt, um seinen eigenen Kopf zu retten. Und was ist, wenn Emma uns die ganze Zeit was vorgemacht hat? Wenn sie von unserer Großfamilie überhaupt nicht begeistert ist, dich nicht teilen will? Dann hätte sie es mir ehrlich gesagt. Und dich damit verletzt. Ihren Vater, den sie um nichts in der Welt verletzen will. Ich werde mit dir reden. Emma. Sie steckt hinter dem Mobbing. Scheiße. Aber du hast doch was geahnt, oder? Ja, schon, aber ich dachte, sie will nur nichts mit einem Freak wie mir zu tun haben und dass es ihr peinlich ist. Du bist kein Freak. Du bist die einzige Normale hier. Du musst das ja sagen. Ja, natürlich muss ich das sagen. Es ist die Wahrheit. Ich will weg hier, Mama. Einfach nur weg. Warum? Was hast du gegen Paula? Es ist nicht Paula. Was dann? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was zum Teufel hast du dir gedacht? Wie kommst du auf so eine Idee? Ich wollte doch nur, dass sie gehen. Sie uns in Ruhe lassen. Das war alles so anders. Du warst anders. Emma. Es sollte alles so bleiben, wie es war, verdammt. Ich hab dir doch nur
einen Schreck einjagen. Ich habe ja nicht gedacht, dass alle so einsteigen. Plötzlich haben alle mitgemacht. Daddy, ich konnte es nicht stoppen. Es tut dir leid. Ich hab nicht gedacht, dass sie solche Angst hat, mich zu verlieren. Das muss mit dem Tod ihrer Mutter zusammenhängen. Hey. Zusammen schaffen wir das. Ja, sicher. Lass uns morgen im Haus treffen. Wir schauen es uns zusammen mit den Mädchen an. Sie suchen sich ihre Zimmer aus. Emma entschuldigt sich. Alles wird gut. Meinst du, es geht so einfach? Sicher. Warum nicht? Emma hat Mist gebaut. Sie will es in Ordnung bringen. Wirklich, ich kenne meine Tochter. Okay. Versuchen wir es. Und, wie findest du es? Schon ein bisschen einsam. Ach komm, schau sie doch mal an. Hi. Hi. Schön, dass ihr da seid. Hi. Beginnen wir die Tour? Hier. Das war früher die Scheune. Ihr könntet den Raum gemeinsam nutzen oder wir lassen hier in der Mitte eine Wand ziehen. Dann habt ihr beide das gleiche Zimmer. Na, wie findet ihr es? Schön. Dann lassen wir euch jetzt mal für einen Moment allein. Okay? Komm. Keine Angst. Gleich ist alles erledigt. Paula, was ist passiert? Sie hat gesagt, es wäre doch für alle besser, wenn ich zu Ende bringen würde, was ich angefangen habe sonst. Was hast du zu Paula gesagt? Nichts habe ich gesagt, gar nichts. Ich habe nur gesagt, wie leid mir alles tut und... Lügnerin! Bitte, Daddy, wirklich! Und dann ist sie wie so eine Bekloppte aus dem Zimmer gerannt. Das stimmt doch gar nicht! Sie lügt! Frank, ich habe keine Ahnung, was deine Tochter eben zu meiner gesagt hat, aber... Ist das klar? Paula will die Entschuldigung nicht annehmen. Wie? Deine Tochter hat meine eben bedroht. Glaubst du das wirklich? Diese lächerliche Story? Martha, deine Tochter spielt uns was vor. Meine? Frank, wie blind bist du eigentlich? Wer ist hier blind? Denk an die gefälschten Unterschriften. Wessen Tochter ist emotional völlig labil und unzuverlässig? Das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Ich vertraue Emma. Ist doch offensichtlich, dass Paula sich nur rächen will. So ein Blödsinn!
Martha! Komm. Deine Tochter braucht professionelle Hilfe. Ich kann dir jemand Gutes empfehlen. Lauf, Rick. Lauf. Martha, bitte. Hast du dir doch jetzt nicht ausgedacht, damit wir von hier wegziehen, oder? Nein, natürlich nicht. Glaubst du den etwa? Nein. Nein, natürlich nicht. Das ist doch wohl alles nicht wahr. Die Schulaufsicht hat sich für die nächste Woche für einen Besuch angemeldet. Sie sagen Routinekontrolle. Aber Sie glauben nicht daran. Und Sie? Hier sehen Sie selbst, welche Klasse Sie inspizieren wollen. Paulas Klasse. Es wäre besser, wenn Paula wieder dabei wäre. Wie geht es ihr denn? Paula ist noch nicht so weit. Ist Ihnen eigentlich klar, was passiert, wenn die Schulaufsicht sich mit dieser Sache beschäftigt? Wenn die erstmal ein Riesenfass aufmachen, dann war alles, was wir versucht haben, alle sanften Schlichtungsversuche, alles umsonst. Was glauben Sie, wird die Schulaufsicht unternehmen? Überlassen Sie das einfach mir. Mir macht eher Sorge, was Sie gerade über Paula und Emma erzählt haben. Sie scheinen sich tatsächlich nicht ganz sicher, ob Paula vielleicht lügt. Doch, natürlich. Aber... Kein Aber. Danke. Das Aber spürt sie. Stimmt. Sie haben recht. Kein Aber. Gut. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Zuerst einmal müssen Sie Paula davon überzeugen, dass Sie auf ihrer Seite sind. Und zwar zu 100%. Wann haben Sie das letzte Mal was zusammen unternommen? Haben den gewohnten Trott verlassen. Nur Sie beide, Mutter und Tochter. Ist ewig, ja. Also einen Versuch wert. Und um Sie dafür fit zu machen... Wann sind Sie denn das letzte Mal aus Ihrem Trott rausgekommen? Das ist ewig her. Ich hol Sie heute Abend ab. Wie? Aber... Kein Aber. Das Aber spüre ich. Lassen Sie sich überraschen. Euer Verehrer sieht echt gut aus. Iris, bitte keine Gerüchte. Wieso denn nicht? Vielleicht würde Frank Hyman dann mal über sein Verhalten nachdenken. Soll ich ihm vorwerfen, dass er zu seiner Tochter hält? Aber wer hält zu dir, Martha? Oder hat er sich seit gestern gemeldet? Okay, viel Spaß. Nein. Ins Restaurant? Auch nicht. Zum Bowlen? Nein. Wir gehen zum Boxen? Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Nein. Lindy Hop? Ja. Oh, das ist nicht Ihr Ernst. Doch. Ich habe seit Jahren nicht mehr getanzt. Ach komm, so. Traurig. Nur ein bisschen Heimweh nach meiner Jugend. Mein Gott, was schien damals alles möglich? Jetzt kommt es einem vor, als hätte das Leben einen in ein Korsett gepresst. Das man aber auch sprengen kann.
Was muss ich dafür essen? Nichts. Einfach nur mal tief Luft holen. Warum haben Sie mich eingeladen, Ted Sutter? Nur weil Sie so ein unglaublich netter und selbstloser Mensch sind? Das war purer Egoismus. Ich liebe es, wenn Frauen mir beim Tanzen so charmant auf die Füße treten. Entschuldige, dass ich gestern Abend nicht mehr geantwortet habe. Ist alles in Ordnung mit uns beiden? Ja, aber ich muss in Ruhe über ein paar Dinge nachdenken. Ich melde mich. Bis dann. Hey, komm, aufstehen. Wir machen Ausflug. Immer darfst du raten, oder? Guck mal. Auf zum Whale-Watching. Na, immer noch alles doof? Ich weiß, es ist unverzeihlich, dass wir diesen Ausflug erst jetzt machen. Ich weiß auch, Paula, dass es meine Schuld ist. Dass ich nie richtig Zeit hatte. Ich war nicht für dich da und es ging alles zu schnell. Es tut mir leid. Aber das wird sich ändern. Versprochen. Geht's dir gut? Ja. Es ist schön hier. Können wir nicht einfach bleiben? Ich dachte, du bevorzugst New York. Hier ist es auch okay. Ich habe leider mein Jagdgewehr vergessen. Aber wir können das öfter machen, nur wir beide. Ob Frank das so gut findet? Aber du bist mir wichtiger. Der Witz ist, ich kann immer sogar verstehen,
Was meinst du, was ich der dummen Kuh alles antun wollte, die uns Papa weggeschnappt hat? Und ich erst. Du warst doch immer so ruhig. Da musste ich doch sein, wegen dir. Ich habe mich so oft gefragt, was wir ihm nur getan haben. Was ich hätte anders machen müssen. Nichts. Denn es hatte nichts mit dir zu tun. Dein Vater und ich, wir hatten das Problem. Wir haben uns auseinandergelebt und uns benommen wie die Idioten. Und du musstest es ausbaden. Ich vermisse ihn. Ich kann es nicht ändern. Ich weiß, Süße. Ich weiß. Ich hab's. Was denn? Den Text. Lass mal hören. Watching whales as the sun's going down. Watching whales, they come up, they go down. Das klingt super. Danke. Watching whales as the sun's going down. Watching whales. They come up, they go down, watching whales. When every moment counts, Jesus brought the closest to. But Christ, what I'm not gonna do. Von der Schule. Ein Schreiben vom Direktor. Er will, dass wir morgen bei ihm vorsprechen. Wieso? Weil ich so lange gefehlt habe? Nein, hier steht bezüglich des Disziplinarverfahrens gegen Emma Hyman, Laurie Simmons, Mary Lambert. Wow, das sind eine Menge Namen. Das ist ihre ganze Clique. Weißt du das? Steckst du etwa dahinter? Frank, ich habe gerade erst davon erfahren. Wer sonst hat das angezettelt? Die Namen genannt. Frank, bitte, ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Und was mit deiner Tochter? Lass Paula daraus. Sie hat nichts damit zu tun. Was ich herausfinde, dass einer von euch meine Tochter denunziert hat. Deine Tochter? Immer nur deine Tochter. Emma ist kein Engel. Sie hat Probleme. Ihr habt Probleme. Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Etwa aufgeben? Nein. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte zu Mr. Sutter. Mr. Sutter ist nicht länger unser Vertrauenslehrer, tut mir leid. Gekostet, aber dann hat der Drache, der sich jetzt in ihrem Büro eingenistet hat, in ihre ungewöhnliche Adresse rausgerückt. Und was wollen Sie? Es tut mir leid, dass Sie suspendiert wurden. Ich verstehe noch nicht, warum. Wir hatten Besuch von der Schulaufsicht. Die ist auf Paulas Fall aufmerksam geworden. Direktor Rowley war gezwungen, einen starken Mann zu spielen. Da ich die Verantwortung hatte. Für einen Moment dachte ich sogar, dass Sie hinter dem Disziplinarverfahren stecken. Indem ich gleich alle den Löwen zum Fraß vorwerfe? Ja, sicher. Wenn es darum geht, den größtmöglichen Schaden anzurichten, ist Ted Sutter hier mal. Entschuldigung? Kaffee?
tatsächlich ihr Zuhause? Ja, ich hab's von meinen Eltern geerbt. Das sind ihre Eltern? Mhm. Und der Junge, ihr Bruder? Sie meinen Pummelchen? Nein, das bin ich. Pummelchen? Wirklich? Ja, so haben mich meine Eltern genannt. Später in der Schule hieß ich dann allerdings Humpty Tumpty, Fettwanst, Vierauge. Verstehe. Sie wurden selber gemobbt. Ich? Nein. Ich habe jeden verdroschen, der mir blöd kam. Was einem Respekt, aber auch nicht gerade Freunde einbringt. Irgendwann dachte ich, es muss auch anders gehen. Aber wieso versteht denn niemand, wenn man Emma jetzt von der Schule wirft, wird Paula immer dran schuld sein? Im Augenblick wollen alle nur ein Exempel statuieren, um Ruhe zu haben. Abschreckung statt Pädagogik. Ist einfacher. Können Sie nicht nochmal mit Emmas Vater reden? Eine Entschuldigung Emmas könnte immer noch Wunder wirken. Tut mir leid. Wenn ich was für Sie tun kann, sagen Sie mir ruhig Bescheid. Danke. Ich lasse mir was einfallen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Mann, was für ein Spießrutenlauf. Das sind Emmas Freundinnen und ihre Eltern. Paula, wenn du nicht gehen willst, ich gebe Gas und wir sind weg. Hast du nicht selbst gesagt, das bringt nur noch mehr Ärger? Na dann los. Wir müssen die Situation zum Wohle aller lösen. Und der beste Weg, das zu tun, wäre, wenn Paula der Schulaufsicht die Dinge aus ihrer Sicht schildern würde. Sie meinen, sie soll Emma und die anderen ans Messer liefern? Nein, natürlich nicht. Aber zum Beispiel könnte sie erklären, dass der Vorfall für sie damit beendet ist und sie allen verziehen hat. Aber was nützt es denn, wenn für Emma die Sache noch nicht beendet ist? Dann werde ich natürlich die notwendigen Konsequenzen ziehen. Aber bitte kommen Sie mir entgegen. Lassen Sie Paula wieder zur Schule gehen. Das ist wichtig, um ihr Vertrauen wiederherzustellen. Das hilft ihr, zurück zur Normalität zu finden. Und davon können wir doch alle profitieren. Ich denke, wir werden einen Weg finden, der für uns alle akzeptabel ist. Sag schon, wie war's? Kein Kommentar. So, Mrs. Nichols, kann ich Sie kurz sprechen? Allein. Was ist denn los? Meine Beförderung wurde zurückgestellt. Ich werde wohl noch eine Weile hier bleiben. Das gibt's doch nicht. Du weißt, dass Dr. Nolan ein guter Freund von Frank ist. Nein, das glaube ich nicht, dass Frank seine Kontakte nutzt, um mich kaltzustellen. Er muss es nicht mal absichtlich getan haben. Schlechte Nachrichten verbreiten sich hier schneller als die Mücken. Jeder hier weiß, was mit Emma passiert ist. Die meisten haben ihre Kinder an der Schule.
Kirsten, kann ich eine schnorren? Ja, bitteschön. Das ist nicht mein Tag. Frank, hast du einen Moment? Irgendwer scheint hier die Parole ausgegeben zu haben, ich leide an einer ansteckenden Krankheit. Warst du das? Was? Ich habe hier mit niemandem über dich, über uns geredet. Danke. Nicht alle sind Arschlöcher. Du liest Stellenanzeigen? Wieso? Es ist vielleicht besser, es nochmal neu zu versuchen. Was? Weiter im Süden zum Beispiel. Wärmere Winter, du kannst im Meer baden. Ich kenn schon wieder kein Schwein. Hast du nicht gesagt, dass Kneipen feige ist? Ich weiß, Paula. Aber manchmal geht's einfach nicht mehr. Mama, überleg's dir. Was treibt Sie denn hierher? Sie haben doch gesagt, wenn Sie was für mich tun können, soll ich Bescheid sagen. Stimmt. Und? Geben Sie jetzt nicht auf. Halten Sie noch ein bisschen durch. Ist man denn in dieser Stadt vor gar nichts sicher? Nein, nie. Zumindest nicht vor mir. Ich ahne, wie es Ihnen geht, aber deswegen gleich wegziehen? In Florida sollen die Winter sehr schön sein. Ja. Zu viele Krokodile. Bleiben Sie. Nur so verschaffen Sie sich Respekt. Und verbringe den Rest meines Lebens im Notarztwagen. Immerhin, Sie kommen rum. Versuchen Sie bitte ein bisschen Geduld zu haben. Es gibt für alles eine Lösung. Selbst ich darf ab morgen zumindest wieder unterrichten. Und ich bin mir sicher, es gibt ja auch einige Menschen, die Sie vermissen werden. Ich überleg's mir. Ist ja schon mal ein Anfang. Bis bald. Bis bald. Ich weiß, dass du da stehst. Bist du etwa rot? Du siehst super aus. Psst. Meine Mom soll es nicht hören. Zu spät. Deine Mom hat dich gehört. Was wird das? Wonach sieht's aus? Danach, dass Ben Harper versucht, was wieder gut zu machen. Und wie lange seid ihr zwei schon? Ein paar Tage. Also magst du sie doch. Mom. Aber die anderen in der Schule dürfen es noch nicht wissen, oder? Mom, bitte. Ben, ist das so?
Ich tue, was ich kann, damit Emma nicht mehr auf ihr rumhakt. Hast du Emma beim Direktor verpfiffen? Wen hast du? Ich habe es für dich getan. Scheiße! Frank? Was ist mit dir? Bist du jetzt zufrieden? Wieso? Was meinst du? Emma hat gerade angerufen. Rolly will sie von der Schule schmeißen. Das wollte ich nicht, ehrlich. Und er schien auch nur auf eine Geste von ihr gewartet zu haben. Komm herauf. Emma hat Mist gebaut, klar. Aber sie ist ein Kind. Ich werde jetzt meinen Anwalt einschalten. Frank, ich würde euch gerne helfen. Würdest du? Statt einmal laut Entschuldigung zu sagen, lieber gegen die ganze Welt ankämpfen. Du willst doch nur meinen Vater zurückbekommen. Nein, falsch. Ich wollte ihn nie nur für mich. Für mich hast auch immer du dazugehört. Ich dachte, wir vier, die alle wissen, wie schwer das ist, wenn eine Familie auseinanderbricht. Wir haben vielleicht eine Ahnung davon. Wir haben vielleicht eine Ahnung davon, wie man es besser machen könnte. Ich habe mich leider geirrt. Emma, das tut mir sehr leid, dass du deine Mutter verloren hast. Und bitte, nicht wegen mir, sondern wegen dir und wegen Paula. Bitte sieh ein, dass man im Leben nichts erzwingen kann. Nein, nein, nein. Ich muss los. Emma. Emma. Hallo?
Hi, hier ist Ted. Paula ist wieder aus der Schule abgehauen. Ich konnte ihr bis zum Ortsausgang folgen, aber dann ist sie die Show kurz reingefahren. Oh Gott, die Brücke. Am anderen Ende kommt man auf die Brücke. Was sollte sie denn wieder an der Brücke wollen? Weil sie dort jemanden treffen will. Ich hatte ein ungutes Gespräch mit Emma. Aber Sie glauben doch nicht, dass Emma auch da ist. Doch. Ich komme so schnell ich kann. Wir treffen uns dort. Okay, bis dann. Frank? Paula ist auf dem Weg zur Brücke. Ich fürchte, sie trifft sich dort mit Emma. Ich rufe sie an. Emma, Paula. Moment, Moment, warten Sie kurz. Sehen Sie denn nicht? Doch, genau das tue ich. Schauen Sie doch auch mal genau hin. Sie reden. Sie scheinen einfach nur zu reden. Ja, und das schon eine ganze Weile. Frank, das ist Ted Sutter. Ted, das ist Frank. Hi. Was macht ihr denn hier? Solltet ihr nicht eigentlich arbeiten? Musst du nicht eigentlich in der Schule sein? Ja, aber das hier war wichtiger. Ich wollte mich entschuldigen. Es tut mir alles so leid. Aber musste das ausgerechnet hier sein? Sie ist halt einfach eine Drama-Queen, aber ich finde, es hat gepasst. Kann ich jemanden mitnehmen? Danke. Danke für alles, Ted. Verstehe. Hat sicher noch einiges zu besprechen. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Lass dir Zeit. Es gibt genug zu klären. Für uns alle. Wollen wir einsteigen? Emma, kann ich mir dein Fahrrad leihen? Klar. Du bist auf eine Tour? Mit dir doch immer. Können wir euch wirklich hier allein lassen? Keine Angst, wir springen schon nicht von der Brücke. Bye, Paula. Bye. Warte. Warte. So I gave more than I had. Didn't know you'd come so close to heaven. Now that I'm so without you, watching the waves as the sun's going down, watching the waves, they come up, they go down.
Zu dieser Sendereihe sind die DVDs im Handel und im ZDF-Online-Shop. Kann ich dich wirklich so allein lassen? Ja, natürlich. Ich dachte, als ihr Vater, solltest du wissen, was passiert ist. Walter, ich glaube, es macht dir zu schaffen, dass du dich so lange nicht gemeldet hast. Nein, sie ist zu Hause. Was? Das ist deine Lösung, sie zum Psychiater zu schicken? Das soll ihr helfen? Nein, Walter, ich dachte einfach, dass es dich interessiert, was mit Paula los ist. Entschuldige bitte, dass ich überhaupt angerufen habe. Nein, Frank und du, das hat nichts damit zu tun. Was dann? Paula, wenn du nichts sagst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Wenn du mir helfen willst, dann lass mich einfach wieder in New York zur Schule gehen. Ich kann bei Papa wohnen. Du hast ja nicht mal versucht, mit ihm zu sprechen. Hast du? Dann sollst du mich wenigstens von ihm grüßen. Er liebt dich. Klar. Ist in der Schule was passiert? Paula, bitte, ich weiß, dass du öfter gefehlt hast. Du hast meine Unterschrift gefälscht. Ich hatte einfach keine Lust. So plötzlich? Ich gehe wieder hoch. Alles so schlimm, was Papa erzählt hat. Wenn ich irgendwas tun kann. Danke, Emma. Paula, geht's schon besser. Okay. Sag mal, wo finde ich eure Vertrauenslehrer? Geradeaus, die Treppe hoch und dann links. Danke dir. Bis dann. Bis dann. Was? Verzeihung, hatten wir einen Termin, Mrs.? Nichols, ich bin die Mutter von Paula. Ja, wir hatten einen Termin. Gut, natürlich, Verzeihung. Setzen Sie sich. Danke. Wie geht's, Paula? Es geht ihr besser. Sie versucht, zur Ruhe zu kommen. Hat sie Ihnen anvertraut, was mit dir los ist? Ich dachte, da könnten Sie mir weiterhelfen. Sie scheint ein Problem mit dieser Schule zu haben. Ja. Ihre Klassenlehrerin meinte auch, dass sie sich in den letzten Wochen sehr isoliert hat. Mrs. Nichols, ist bei Ihnen vielleicht zu Hause etwas vorgefallen, was das erklären würde? Nein, es ist nichts Außergewöhnliches passiert. Sie sind alleinerziehend, richtig? Ja. Und beruflich sehr eingespannt. Wollen Sie damit sagen, dass ich Paula vernachlässige? Nein, das haben Sie jetzt gesagt. Glauben Sie, dass es so ist? Nein, aber das hätten Sie wohl gern. Das wäre schön einfach. Mrs. Nichols, haben Sie Kinder? Nein. Dann haben Sie auch keine Ahnung. Das stimmt, aber... Wissen Sie was? Natürlich stelle ich mir Fragen. Natürlich frage ich mich, warum ich nichts gemerkt habe. Vergessen Sie es. Mrs. Nichols, es tut mir leid. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte überhaupt nichts unterstellen. Ich wollte nur ausschließen, dass ich... Eigentlich habe ich eine ganz andere Vermutung. Es könnte sein, dass Paula in ihrer Klasse gemobbt wird. Gemobbt? Ja, die Anzeichen passen. Warum denn? Was hat sie denen denn getan? Sie muss überhaupt nichts getan haben. Oft reicht es einfach, nicht ganz der Norm zu entsprechen. Anders zu sein. Oder die Neue. Scheiße. Ja, wenn es stimmt, große Scheiße.
Die Presse hat sich gemeldet. Sie wollten, dass ich ein Statement zur Sache Paula Nichols abgebe. Und? Haben Sie? Natürlich nicht. Es könnte sonst der Eindruck entstehen, es hat etwas mit der Schule zu tun. Was durchaus sein könnte. Hat Paula das gesagt? Aber es gibt Anzeichen für Mobbing. Dann müssen wir aufpassen, dass die Angelegenheit nicht unnötig aufgebauscht wird. Ich verlasse mich da auf Sie, Ted. Sicher. Und bitte, möglichst diskret. Das klingt schön. Was ist das? Ein Song, aber mir fällt kein Text ein. Ich hab dir was zu essen gemacht. Ich war in der Schule. Warum? Deine Krankschreibung hinbringen. Und ich habe Ted Sutter getroffen. Hat er was gesagt? Dass dich alle vermissen. Ja, sicher. Ich will mit solchen Psycho-Fuzzis nichts zu tun haben. Was ist denn damit? Kaputt. Und du hast nicht laut aufgeschrien? Du bist doch sonst von dem Ding kaum wegzukriegen. Kann ich bitte weiterüben? Sonst hast du dir ja schöne Untermieter ins Haus geholt. Ach, kein Problem. Und? Ja, schon möglich, dass dieser Satter recht hat. Ob hier jemand was reingeschmiert hat? Vielleicht hat ein Lehrer nur eine dumme Bemerkung zu ihrer Hausarbeit gemacht. Vorstellen. Es wird doch immer so schnell gesagt heutzutage. Habt ihr nie irgendeinem Mitschüler Streiche gespielt? Klar. Spikey und Neil hat quasi in seinem Spind gewohnt. So oft haben wir ihn in der Pause dort eingesperrt. Aber es war nur Spaß. Hat Spikey das auch so gesehen? Ich werde mal mit Emma reden. Sie ist zwar in der Klasse über Paul, aber vielleicht hat sie ja was mitbekommen. Danke. Manchmal frage ich mich, ob es richtig war, hierher zu kommen. Sag nicht, du bereust es. Nein. Aber für Paula war es zu früh. Ich hätte ihm mehr Zeit geben müssen. Und die beste Chance für einen Neuanfang verpasst, die du haben konntest. Vor allem, wir hätten uns verpasst. So, und jetzt kommst du mit, ich will dir was zeigen. Ich kann Paula nicht allein lassen. Ist Iris nicht da? Doch. Na eben, komm, es dauert nicht lang. Ich bin sicher, meine Überraschung gefällt dir. Ich denke, es hilft, ein paar Probleme zu lösen. Ich sag kurz Bescheid. Was denkst du? Es braucht eine neue Heizung und hat ein kleines Termitenproblem. Ansonsten ist es top. Es ist ein Traum, den wir uns niemals leisten können. Doch. Ich habe schon wegen einem Kredit verhandelt. Wenn ich mithelfe, dann geht's. Du, mithelfen?
Siehst du? Hier ist Platz genug für uns alle. Du hattest doch Angst, dass Paula zu viel allein ist. Wenn wir zusammen wohnen, hat sie tagsüber Emma. Außerdem haben wir ja nicht immer gleichzeitig Dienst. Und hier könnten wir jeden Morgen zusammen frühstücken. Na, was meinst du? Möchtest du mit mir hier leben? Martha Nichols? Das ist meine Frau. In unserem Haus? Morgen. Morgen, Uwe. Erzähl ich dir später. Kannst du dich bitte hinsetzen? Danke. Wer von euch ist mit Paula befreundet? Eigentlich hat hier gar keiner was gegen sie. Wir wissen überhaupt nicht, warum sie... Es ist so furchtbar. Ihr habt also überhaupt keine Idee, was mit ihr los ist? Nein, kein Schimmer. Keine Ahnung. Nein, haben wir nicht. Nein, überhaupt nicht. Kein Schimmer. Paula ist einfach manchmal ein bisschen crazy. Aha. Und wie äußert sich das? Sie macht einfach so komische Sachen. Über die ihr euch dann lustig gemacht habt? Nein. Nein, haben wir nicht. Ich meine, sie ist ja nicht von hier. Sie kann ja nicht wissen... Was soll sie nicht wissen, Lori? Welche Regeln hier herrschen? Wer die Regeln macht? Wer wem am besten den Hintern küsst? Keine Ahnung, was Sie meinen. Irgendetwas ist passiert, das Paula so erschüttert hat, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Und keine von euch hat es bemerkt. Hat nachgefragt, obwohl ihr sie alle so mögt. Keiner war neugierig? Oder hatte Mitleid? Keine? Bleibt hier. Vicky? Vicky, bist du hier? Komm
Komm, lass uns reden, ja? Vicky, bitte, lass uns reden. Und Sie sind ihr tatsächlich in die Mädchentoilette gefolgt? Klar. Hätte ich locker lassen sollen? Und, hat sie was gesagt? Irgendwas muss vor 2, 3 Wochen passiert sein, wonach die anderen über sie hergefallen sind. Ja, aber was? Konnte ich nicht aus ihr rauskriegen, sie hatte zu viel Angst. Nur, dass ich mir mal Paulas Spind anschauen soll. Flittchen? Du kleine Nutte, die schläft ja voll mit jedem. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist Verleumdung. Hatte Paula denn schon mal einen Freund? Nein. Ja, keine Ahnung. Was ist mit dieser Laurie Simmons? Steckt sie hinter diesen Schmierereien? Vielleicht. Aber ich komme nicht an sie ran, ohne konkret was in der Hand zu haben. Was ist mit Paula? Verkriecht sich immer noch in ihrem Zimmer. Ich komme weder an Computer noch an Handy ran. Wenn es was mit einem Jungen zu tun hat, dann hat er ja bestimmt auch Mails geschickt. Ich weiß. Das weiß ich. Ja, und die Trauung planen wir für Anfang Oktober. Bis dahin ist auch das Hausbezugs fertig und ihr beide sollt unsere Brautjungfern sein. Seid ihr dabei? Also, ich find's super. Ehrlich. Danke, Schatz. Ich freue mich auch. Wirklich? Klar. Ich weiß auch schon, in welchem Farbton mein Zimmer gestrichen werden soll. Das war ja klar. Schieß los. Moccacino Creme Weiß. Was? Komm, ich zeig dir den Pick. Guck. Oh, nee. Da. Hier kurz hoch. Und dann mit olivfarbenen Kissen. Das ist doch, das sieht perfekt aus. Emma. Bitte. Sag mir mal, sagen wir irgendwas anderes, hä? Aprikot würde auch gehen. Aber ich finde das andere schon viel besser. Vor allem, Paula. Paula, wenn wir dich hier gerade überfahren, dann sagst du es mir bitte, ja? Sicher. Ich weiß ja nicht, weißt du, Frank ist ein toller Typ, aber... Hast du Angst vor Emma? Angst nicht. Ich kenne sie nur kaum. Aber das wird sich ändern. Ich bin sicher, ihr werdet gute Freundin. Meinst du, sie will das? Ja, warum denn nicht? Okay. Übrigens, ich habe mit Emma über diese Mobbing-Sache gesprochen. Und? Hast du was mitbekommen? Überhaupt nichts. Aber wenn Paula wieder in die Schule kommt, werde ich darauf achten. Ich passe auf sie auf, versprochen. Schließlich sind wir bald sowas wie eine Familie. Danke, Emma. Sie ist wunderbar. Sag ich auch immer. Bis morgen. Alles gut? Sicher. Was soll schon sein? Ja, eben. Gehst du baden? Was dagegen?
Lindy Hop für Anfänger, der Goldschmidt. Und los geht's. 5, 6, 7, 8. Rock, step, trip, step. Sehr gut, Jungs, sehr gut. Rock, step, trip, step. Rock, step, trip, step. Ja, geht doch, super. Rock, step. Warte mal kurz. Ja, rechtes Bein nach hinten. Ja, und 5, 6, 7, 8. Rock, step, triple step. Rock, step, triple step. Rock, super, geht auch, sehr gut. Und okay, macht mal weiter. Lindy Hop? Sie stecken voller Überraschungen, Mr. Sutter. Sie kennen Lindy Hop? Zumindest konnte ich ihn mal. Na, wer steckt denn hier voller Überraschungen? Ich habe mir Paulas SMS angesehen. Sie hat eine Einladung erhalten vor ungefähr 3 Wochen. Lust, heute Nacht mit mir schwimmen zu gehen? Nur wir zwei. Love, Ben. Aha. Und? War sie schon? Keine Ahnung. Ich hatte Nachtschicht. Ich war arbeiten. Und dieser Ben? Haben Sie seine Nummer? Nein. Schade. Hey, Jungs und Mädels. Will ich den Tanz lernen oder ihr? Hm? Gut. Hier in der Schule gibt es leider Dutzende Bands. Was ist mit Ihrem Computer? Passwort geschützt. Sie haben nicht zufällig Ahnung davon? Zufällig doch. Aber ich würde niemals den Computer einer Schülerin hacken. Verboten. Vor allem komplett unethisch. Selbst wenn Ihre Mutter dabei ist und aufpasst? Meine Mutter? Naja. Selbst dann müssten Sie Paula erstmal aus dem Haus kriegen. Gerne. Ich kann Sie fragen, ob sie mal mit uns ins Kino geht. Dank dir. Weißt du, ich glaube, sie schaut zu dir auf, hat aber immer noch ein bisschen Scheu vor dir. Das könnte ihr helfen. Ich texte sie gleich mal an. Das ist wunderbar, Emma. Kommst du nicht langsam zu spät? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Hast du vielleicht Angst, jemanden aus der Schule zu treffen oder aus der Klasse? Paula, Emma ist bei dir. Und wenn ich mich nicht täusche, ist sie eines der angesagtesten Mädchen der Schule, also. Was kann dir Besseres passieren? Ist das zu aufgedonnert? Nein, ist genau richtig. Soll ich dich vielleicht fahren? Nee, geht schon. Dein Schuh. Viel Spaß. Wir brauchen leider doch das echte Passwort. Alles, was ich sagen kann, ist halt 6 Buchstaben und mindestens einer davon ist ein A. Was liegt Ihrer Tochter besonders am Herzen? Ihr Vater, Walter. Walter, könnte passen. Wale, Wales. Wales. Leider auch nicht. Probier mal was. M-A-R-T-H-A. Martha. Auch 6 Buchstaben. Ja, so schön, um wahr zu sein. Vielleicht hat sie auch die nervigste Person, die sie kennt, gewählt. Jetzt drücken sie schon. Wer sagt's denn? Ihr Social Network Account. Besser Sie schauen das durch. Jede Menge Beleidigungen, aber alle unter Pseudonym. Schauen Sie mal nach, was vor 3 Wochen war. Ein Kommentar eines Freundes, Paula, die nackte Wahrheit, plus ein Link. Wer ist das? Das ist Ben Harper. Das ist der Kapitän vom Schwimmteam, einer der beliebtesten Jungs der Schule. Hier steht, dass sie wilden Sex hatten und dass er Paula leicht rumgekriegt hat. Jetzt wundern mich die Kommentare gar nicht mehr. Jeder hat sich inzwischen die Bilder angesehen und sich das Maul über Paula zerrissen, bis es nicht mehr aushielt. Aber irgendjemand muss diese Fotos geschossen haben, mit Absicht. Sie haben Paula in Falle gestellt. Dieser Ben und noch irgendein Mistkerl. Wie hat sie das nur ausgehalten? Warum hat sie mir nichts erzählt? Manchmal schämt man sich in so einer Situation. Vor allem vor seinen Eltern. Aber das muss sie doch nicht.
Wenn sie wüsste, was ich in ihrem Alter alles aushalten musste. Es ist vielleicht Zeit, es ihr zu sagen. Und was ist dann passiert? Dann ist sie einfach auf ihren High Heels hingefallen. Oh mein Gott. Keine Ahnung, warum sie das vielleicht gemacht hat. Mom, was machst du da? Warum hast du mir nichts gesagt? Du hast mir nachspioniert und dich in meine privaten Sachen gehackt. Natürlich habe ich das. Ich brauchte endlich Klarheit. Paula, du bist 15 Jahre alt, minderjährig. Und ich bin deine Mutter. Du hältst mich echt noch für ein Kind. Nein, eben leider nicht. Paula. Ich kann verstehen, was du jetzt tust. Ach, einen Scheiß verstehst du. Los, raus hier. Paula, bitte, nein, hör mir zu. Du bist ja noch schlimmer als die anderen. Raus! Paula, bitte hör mir... Nein! Raus! Nein, ich bleibe, bis du mir endlich die Wahrheit sagst. Die Wahrheit ist, dass ich dich nicht mehr sehen will. Ich will weg hier. Ich will wieder zurück zu Dad. Ja, bitte. Dann geh doch, geh. Meinst du denn, dass er dich mit offenen Armen empfängt? Geh weg! Hast du einen Moment für mich? Jetzt ist gerade schlecht, der Makler ist hier. Es gibt noch einiges zu klären. Geht das nicht ein bisschen schnell? Wenn wir jetzt nicht zuschlagen, ist das Haus weg. Ich melde mich später, ja? Angerufen haben. Guten Tag. Hier trainiert immer das Schwimmteam. Ben Harper ist auch da. Da ist er. Ich könnte ihn umbringen. Dürfte ich vorher noch mal mit ihm sprechen? Ben? Wir würden gerne mit dir reden. Das ist Paula Nichols Mutter. Ich denke, du weißt, worum es geht. Was ist in dieser Nacht passiert? Hast du mit ihr geschlafen? Ben, dir ist hoffentlich klar, dass dir diese Sache eine Menge Ärger bereiten kann und nicht nur mit dem Schwimmteam ist dann Schluss. Es ist nichts passiert. Wir haben nur ein bisschen rumgemacht. Das war alles. Paula wollte nicht mehr. Ihr ging das alles zu schnell. Okay, aber warum hast du dann diese Fotos ins Internet gestellt? Und wer hat die überhaupt gemacht? Wer war denn noch alles da? Hast du dich nur an Paula rangemacht, um sie bloßstellen zu können? Hat einer wie du sowas nötig? Ich mag sie eigentlich. Das ist eine seltsame Art, es zu zeigen. Paula wollte sich deinetwegen umbringen. Ist dir das klar, Ben? Ich wollte nicht, dass es passiert. Ich hatte keine Wahl. Sie hat was gegen Paula. Und sie hatte gesehen, dass ich auf dem Sportplatz Gras geraucht habe und hat gedroht, zu Direktor Rowley zu gehen. Wer hat dich erpresst? Wer ist sie? Ein Mädchen aus Paulas Klasse. Laurie?
Nein. Es war Emma. Emma Hyman. Nein. Das denkst du dir jetzt aus, oder? Emma Hyman ist eines der beliebtesten Mädchen der Schule. Keine Ahnung, warum sie es nötig hat, über Paula herzufallen. Ich nehme sie mir gleich mal vor. Bitte, könnten Sie mir das überlassen? Ihr Vater und ich, wir sind zusammen. Emma. Nein. Isabelle lügt, um seinen eigenen Kopf zu retten. Und was ist, wenn Emma uns die ganze Zeit was vorgemacht hat? Wenn sie von unserer Großfamilie überhaupt nicht begeistert ist, dich nicht teilen will? Dann hätte sie es mir ehrlich gesagt. Und dich damit verletzt. Ihren Vater, den sie um nichts in der Welt verletzen will. Ich werde mit ihr reden. War Emma. Sie steckt hinter dem Mobbing. Scheiße. Aber du hast doch was geahnt, oder? Ja, schon, aber ich dachte, sie will nur nichts mit einem Freak wie mir zu tun haben und dass es ihr peinlich ist. Du bist kein Freak. Du bist die einzige Normale hier. Du musst das ja sagen. Ja, natürlich muss ich das sagen. Es ist die Wahrheit. Ich will weg hier, Mama. Einfach nur weg. Warum? Was hast du gegen Paula? Es ist nicht Paula. Was dann? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was zum Teufel hast du dir gedacht? Wie kommst du auf so eine Idee? Ich wollte doch nur, dass sie gehen. Sie uns in Ruhe lassen. Das war alles so anders. Du warst anders. Emma. Es sollte alles so bleiben, wie es war, verdammt. Dir doch nur einen Schreck einjagen. Ich habe ja nicht gedacht, dass alle so einsteigen. Plötzlich haben alle mitgemacht. Daddy, ich konnte es nicht stoppen. Es tut dir leid. Ich hab nicht gedacht, dass sie solche Angst hat, mich zu verlieren. Das muss mit dem Tod ihrer Mutter zusammenhängen. Hey,
Zusammen schaffen wir das. Ja, sicher. Lass uns morgen im Haus treffen. Wir schauen es uns zusammen mit den Mädchen an. Sie suchen sich ihre Zimmer aus. Emma entschuldigt sich, alles wird gut. Meinst du, es geht so einfach? Sicher. Warum nicht? Just has gone wrong. You need a wish to make it come undone. No other place, no other time. You just close your eyes and wish you'd be dancing with the whales. You really wish you'd be dancing with the whales. 'Cause you should be dancing with the whales. Ende 60, Puls 120, nicht ansprechbar. Blutdruck 80-50, Verdacht auf Herzinfarkt. Hallo? Hören Sie mich? Ich vermute was anderes. Welcher Behandlungsraum ist frei? Die 2. Braucht die Notfalldialyse und einen Chirurgen hier unten. Dr. Heimann ist bereits informiert. Danke, Iris. Iris. Dr. Heimann. Was liegt vor? Ich vermute akutes Nierenversagen. Kann ich Ihre haben? Ich werde einen Zugang legen. Lassen Sie alles vorbereiten. Geht sofort los. Vorsicht, bitte. Vorsicht. Frau Kollegin, können wir kurz? Sehen wir uns nachher? Wenn es nicht so spät wird. Übrigens, das Nierenversagen wäre nicht eben aufgefallen. Danke, Chefarzt. Schon erstaunlich, wie sehr sich der Chef im Moment für diese Station interessiert. Ist eben engagierter Arzt. Und doppelt so engagiert, seit du hier bist. Ich freue mich darüber. Das ist gut für die Patienten, wenn ihre Ärzte so eng zusammenarbeiten. Das war ja eine schnelle Diagnose. Nierenversagen. Da hat die Neue aus New York einfach Glück gehabt. Immer noch die Neue? Nach einem Jahr hier? Vergiss es einfach. So sind die Jungs hier nun mal. Für die gehöre ich hier schon fast zum Inventar. Wenn deine Beförderung erstmal durch ist, dann wird hier keiner mehr was sagen. Hallo? Ja, hallo, spreche ich mit Mrs. Nichols, der Mutter von Paula Nichols? Ja. Ja, mein Name ist Sutter, Ted Sutter. Ich bin der Vertrauenslehrer an der Schule Ihrer Klasse. Tochter. Was kann ich für Sie tun? Es geht darum, dass Paula heute wieder einmal nicht zum Unterricht erschienen ist. Bitte? Das verstehe ich nicht. Moment, jetzt klingelt es. Wieder da? Ja. Wieso? Sie haben doch die Unterschriften.
Sie haben doch die Entschuldigung abgezeichnet. Könnte es sein, dass Paula ihre Unterschriften gefälscht hat? Entschuldigen Sie bitte, ich würde gern erstmal mit Paula reden. Wie oft hat sie denn gefehlt? 4-mal in den letzten 2 Wochen. Scheiße! Das können Sie wohl laut sagen. Ich kümmere mich drum. Ja, okay. Wir schicken sofort. Falls Sie Hilfe brauchen oder Schwierigkeiten zwischen Ihnen und Ihrer Tochter gibt es. Entschuldigen Sie bitte, Notfall. Ich muss Schluss machen. Ich melde mich. Die Polizei hat einen Notarzt angefordert. Ein junges Mädchen auf der Old Creeks Bridge will sich vielleicht was antun. Okay. Viel Glück. Circa 10 Minuten da sein. Der Wagen fährt leider nicht schneller. Steht ein junges Mädchen, etwa 15 Jahre alt. Moment, warten Sie. Lassen Sie mich durch, das ist meine Tochter. Sie sagt, sie sei die Mutter. Paula! Paula! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall lasse ich dich in Ruhe. Paula, ich weiß nicht, was passiert ist, aber kann es wirklich so schlimm sein, dass du dein Leben wegwerfen willst? Du hast ja keine Ahnung. Das stimmt. Hab ich auch nicht. Das hat doch alles keinen Sinn. Um in einen Abgrund zu springen, das macht Sinn, ja? Da unten ist Schluss, aus, Ende, vorbei. Und was noch alles auf dich wartet, das erlebst du nicht mehr. Was wartet dahin schon? Nichts, niemand. Paula, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich anders machen? Bitte, Paula, red mit mir. Ich will das Beste, was ich habe. Ich will das nicht verlieren. Das ist doch alles nur Gelaber. Paula, bitte. Sieh mich an. Paula, bitte sieh mich an. Sieh mich an. Glaubst du wirklich, ich laber nur? Oh, Mama. Wie geht's ihr? Sie ist oben, schläft. Komm. Ich
Ich habe mit Jack, meinem alten Kumpel, bei der Polizei geredet. Hat ein wenig Überzeugungsarbeit gekostet, aber sie lassen die Sache unter den Tisch fallen. Das erspart ihr zumindest die amtlichen Mühlen. Danke, Frank. Es wird trotzdem Gerede in der Stadt geben. Ja. Ja, sicher. Warum macht sie sowas? Ich meine, meine Emma hat auch schon jede Menge Quatsch gemacht. Aber sowas? Frank, ich weiß es nicht. Sie hat sich in letzter Zeit immer öfter in ihrem Zimmer zurückgezogen und ihre eigenen Dinge gemacht, aber ich dachte, das ist normal in dem Alter. Das ist es auch. Aber ich habe so viel gearbeitet. Ich war froh, dass ich meine Ruhe hatte, wenn ich nach Hause kam. Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen. Ach nein? Paula fand es nie gut, dass wir aus New York hierher gezogen sind. Wer sagt mir denn, dass sie die Scheidung wirklich verkraftet hat? Das ist doch jetzt schon ewig her. Ihr seid doch beide wunderbar hier angekommen. Ja. Das habe ich auch gedacht. Aber vielleicht wollte ich einfach nur, dass es so ist. Ich weiß ja nicht mal, was sie wirklich über uns beide denkt. Ich hatte nie den Eindruck, dass da ein Problem ist. Ich meine, nach fast einem Jahr, da hätte sie ja wohl mal was gesagt, oder? Eben. Irgendwas. Ja, gut, vielleicht wollte sie erst mal abwarten, was aus uns wird. Ja, auch kein Wunder, oder? Dass sie sich nach Sicherheit sehnt. Hey. Es wird alles gut, alles wird wieder gut. Ah, Mist, ich muss los, Emma, bei einer Freundin abholen. Tut mir leid. Telefonieren wir später? Okay. Grüß Paula, wenn sie aufwacht. Ach, und Dr. Nolan sagt, du sollst dir ein paar Tage frei nehmen. Okay. Emma hat Mist gebaut, sie will es in Ordnung bringen. Wirklich, ich kenne meine Tochter. Okay. Versuchen wir es. Und, wie findest du es? Schon ein bisschen einsam. Ach komm. Schau sie doch mal an. Hi. Hi. Schön, dass ihr da seid. Hi. Hi. Beginnen wir die Tour? Hier. Das war früher die Scheune. Ihr könntet den Raum gemeinsam nutzen oder wir lassen hier in der Mitte eine Wand ziehen. Dann habt ihr beide das gleiche Zimmer. Na, wie findet ihr es? Schön. Okay. Dann lassen wir euch jetzt mal für einen Moment allein. Okay? Komm. Keine Angst. Gleich ist alles erledigt. Paula? Was ist passiert? Sie hat gesagt, es wäre doch für alle besser, wenn ich zu Ende bringen würde, was ich angefangen habe sonst. Was hast du zu Paula gesagt? Nichts habe ich gesagt, gar nichts. Ich habe nur gesagt, wie leid mir alles tut und... Lügnerin! Bitte, Daddy, wirklich! Und dann ist sie wie so eine Bekloppte aus dem Zimmer gerannt. Das stimmt doch gar nicht! Sie lügt! Frank, ich habe keine Ahnung, was deine Tochter eben zu meiner gesagt hat, aber... Ist das nicht klar? Paula will die Entschuldigung nicht annehmen. Wie? Deine Tochter hat meine eben bedroht. Glaubst du das wirklich? Diese lächerliche Story?
Martha, deine Tochter spielt uns was vor. Meine? Frank, wie blind bist du eigentlich? Wer ist hier blind? Denk an die gefälschten Unterschriften. Wessen Tochter ist emotional völlig labil und unzuverlässig? Das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Ich vertraue Emma. Ist doch offensichtlich, dass Paula sich nur rächen will. So ein Blödsinn! Martha! Komm! Deine Tochter braucht professionelle Hilfe. Ich kann dir jemand Gutes empfehlen. Lauf, Frank. Lauf. Martha, bitte! Hast du dir doch jetzt nicht ausgedacht, damit wir von hier wegziehen, oder? Nein, natürlich nicht. Glaubst du den etwa? Nein. Nein, natürlich nicht. Das ist doch wohl alles nicht wahr. Die Schulaufsicht hat sich für die nächste Woche für einen Besuch angemeldet. Sie sagen Routinekontrolle. Aber Sie glauben nicht daran. Und Sie? Hier sehen Sie selbst, welche Klasse Sie inspizieren wollen. Paulas Klasse. Es wäre besser, wenn Paula wieder dabei wäre. Wie geht es ihr denn? Paula ist noch nicht so weit. Ist Ihnen eigentlich klar, was passiert, wenn die Schulaufsicht sich mit dieser Sache beschäftigt? Wenn die erstmal ein Riesenfass aufmachen, dann war alles, was wir versucht haben, alle sanften Schlichtungsversuche, alles umsonst. Was glauben Sie, wird die Schulaufsicht unternehmen? Überlassen Sie das einfach mir. Mir macht eher Sorge, was Sie gerade über Paula und Emma erzählt haben. Sie scheinen sich tatsächlich nicht ganz sicher, ob Paula vielleicht lügt. Doch, natürlich. Aber... Kein Aber. Danke. Das Aber spürt sie. Stimmt. Sie haben recht. Kein Aber. Gut. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Zuerst einmal müssen Sie Paula davon überzeugen, dass Sie auf ihrer Seite sind. Und zwar zu 100%. Wann haben Sie das letzte Mal was zusammen unternommen? Haben den gewohnten Trott verlassen. Nur Sie beide, Mutter und Tochter. Ist ewig her. Also ein Versuch wert. Und um Sie dafür fit zu machen... Wann sind Sie denn das letzte Mal aus Ihrem Trott rausgekommen? Das ist ewig her. Ich hole Sie heute Abend ab. Wie? Aber... Kein Aber. Das Aber spüre ich. Lassen Sie sich überraschen. Neuer Verehrer sieht echt gut aus. Iris, bitte keine Gerüchte. Wieso denn nicht? Vielleicht würde Frank Hyman dann mal über sein Verhalten nachdenken. Soll ich ihm vorwerfen, dass er zu seiner Tochter hält? Aber wer hält zu dir, Martha? Oder hat er sich seit gestern gemeldet? Okay, viel Spaß. Wir gehen zum Boxen. Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Nein. Lindy Hop? Ja. Oh, das ist nicht Ihr Ernst. Doch. Ich habe seit Jahren nicht mehr getanzt. Ach komm, so.
Aber Sie wirken traurig. Nur ein bisschen Heimweh nach meiner Jugend. Mein Gott, was schien damals alles möglich? Jetzt kommt es einem vor, als hätte das Leben einen in ein Korsett gepresst. Dass man aber auch springen kann. Was muss ich dafür essen? Nichts. Einfach nur mal tief Luft holen. Warum haben Sie mich eingeladen, Tetzatter? Nur weil Sie so ein unglaublich netter und selbstloser Mensch sind? Das war purer Egoismus. Ich liebe es, wenn Frauen mir beim Tanzen so charmant auf die Füße treten. Ich bin's. Entschuldige, dass ich gestern Abend nicht mehr geantwortet habe. Ist alles in Ordnung mit uns beiden? Ja, aber ich muss in Ruhe über ein paar Dinge nachdenken. Ich melde mich. Bis dann. Einmal darfst du raten, oder? Guck mal. Auf zum Whale-Watching. Na, immer noch alles doof? Ich weiß, es ist unverzeihlich, dass wir diesen Ausflug erst jetzt machen. Ich weiß auch, Paula, dass es meine Schuld ist. Dass ich nie richtig Zeit hatte. Ich war nicht für dich da und es ging alles zu schnell. Es tut mir leid. Aber das wird sich ändern. Versprochen.